glaube ich an Menschenrassen. Nun, ich glaube, die Rassenlehre, die ursprüngliche, ist eine fehlgeleitete Pseudowissenschaft. Unabhängig davon, für was sie missbraucht wurde und was auch immer, ist unsere moderne wissenschaftliche Auffassung, dass die genetischen Unterschiede innerhalb der Gruppen und zwischen den Gruppen sich in solch einer Art und Weise überlagern, dass es nicht gerechtfertigt ist, von unterschiedlichen Rassen zu sprechen, sondern dass wir unterschiedliche Haplogruppen haben, unterschiedliche Typen haben. Aber das ist ein noch bisschen kleinerer Unterschied. Es muss uns auch klar sein, all diese Worte, diese Beschreibungen, die ganze Taxonomie, die Wissenschaft der Unterscheidung und Einteilung, Kategorisierung der Lebewesen in verschiedene Schubladen, ist einfach aus der Luft gegriffen. Also wir können sehr wenige Dinge wirklich festmachen. Wir können zum Beispiel sagen, dass es Sinn macht, ob verschiedene Gruppen miteinander lebensfähigen Nachwuchs zeugen können oder fruchtbaren Nachwuchs zeugen können und dann anhand dessen verschiedene Kategorien schaffen. Und der Rest legen wir einfach fest. Wie groß muss ein genetischer Unterschied sein, damit wir von Rassen sprechen können? Inzwischen messen wir dies und sagen deshalb, beim Mensch existieren keine Rassen. Die Vermischungen sind zu groß und der durchschnittliche Unterschied zwischen verschiedenen Rassen ist kleiner, deutlich, als die genetische Bandbreite innerhalb dieser Rasse. Und deshalb ist die moderne Taxonomie so, dass wir es eben nicht wirklich eine Sache des Glaubens, sondern die Definition dieses Wortes ist auf diese Art und Weise gelagert, dass es beim Menschen keine Rassen gibt. Es gibt deutliche Unterschiede, aber für mich ist insbesondere die verbreitete Einteilung in Weiß, Schwarz und Asiatisch und so, ergibt keinen Sinn und ist lächerlich. Also die lustigste Rasse ist die Asiaten, weil die Asiaten sind mehr als die Hälfte der Menschheit. Die zweitlustigste ist die Schwarzen, weil zunächst einmal sind sie nicht schwarz und zweitens ist der genetische Unterschied zwischen einem Westafrikaner und einem Ostafrikaner einfach gigantisch. Die haben mal gar nichts gemeinsam, abgesehen von dunkler Haut. Auch mega lustig sind die Weißen, weil ich bin ganz entschieden nicht weiß. Okay, und was gibt es dann noch? Die Braunen oder Latinos oder so, keine Ahnung, wie die Amis das machen. Auch das ist einfach, ah, komm. Also ich glaube nicht an diese Unterscheidung. Die ergibt mir keinen Sinn, ist mir zu wischiwaschi, zu undurchsichtig, zu unpräzise, zu verschwommen. Und ja, zugegeben, auch ein bisschen zu vorbelastet.